erstmal einzahlen. Tag 4, 150 Bonus, Mai, wie cool. Bankautomat. Einzahlung. Kredit können wir ja beim nächsten Mal bezahlen. Ich möchte erstmal. Ach komm, naja, egal. Wenn ich wieder was brauche, kann ich hier noch was abheben. So. Perfekt. Alles gut. Ah, Sarah, hallo, hallo. Ach so. Ich muss ihn ja erst noch herstellen. So, wartet. Etwas herstellen. Den Schrank. Und jetzt muss ich damit nur noch auf Umgestaltungskurs drücken. Genug fürs Erste. So. Und jetzt? Oh, Sarah! Du hast deinen Holzschrank dabei. Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgestaltungskurs zu beginnen. Hier sind zunächst einmal ein paar Umgestaltungssets für dich, Sarah. Hol einfach deinen Holzschrank raus und probier das Umgestalten an ihm aus. Ich hoffe, ich kann da Punkte machen. Ah! Weißholz, Kirschholz, dunkles Holz, schwarz, grün und blau. Ach so. Glaube das weiße Holz ganz cute. Das hier. Yeah, der Holzschrank wurde umgestaltet. Ach so ist das. Ja, ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht. Solange man nur Umgestaltungssets und eine Werkbank hat. Die übrigen Sets kannst du ruhig behalten. Ich nutze sie für die nächste Umgestaltungsprojekt, ja? Da du den Kurs damit abgeschlossen hast, kannst du jetzt auch im Laden Umgestaltungssets kaufen. Das Umgestalten ist in erster Linie für Möbel und andere Items gedacht, die du selbst gebastelt hast. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. Es gibt zum Beispiel solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Das ist ja cool. Herauszufinden, welches Item du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zum Umgestalten angelangt. Dein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Und nun, mach erstmal eine Pause, hä? So hast du dir verdient. Warte mal, was gibt's denn eigentlich? Ach nee, warte mal, wir gucken erstmal unsere eigenen Meilen durch und dann gucke ich mal, ob ich mir vielleicht neue Frisuren holen kann oder irgendwas anderes Praktisches. Wartet. Bastelsachen. Na, sehr schön. So, haben wir hier noch irgendwas Neues? Traum vom Eigenheim. Wie viel kriegen wir? 1000 Meilen. Dann können wir, glaube ich, gleich was Cooles Neues holen. Nee, okay, es gibt sonst nichts Neues. Gut. Dann gucken wir mal kurz. Es ist ein Nook Shopping. Ach, hier kann ich mir auch was. Ah, nee, das kann ich. Ah, wenn ich jetzt Sternis habe, kann ich mir das holen. UKK Jahrmarkt. Oh, Musik. Also richtig, sonst gibt es nichts, was ich jetzt verkaufen möchte. Okay. Ah, ich kann auch nur nach Sachen gucken. Die habe ich ja jetzt. Das ist alles, was ich jetzt gerade habe. Ah, okay. Bereits erhaltene Tapete und Böden und Items. Okay. Dann gehen wir doch mal in einlösen. So. Nookfunk-Gestaltungskit. Ach, da können wir... Ach, wie eine neue Hülle. Design. Coolsten neuen Frisuren. Die schicksten Haarfarben. Gitterzaun. Gibt es irgendwas anderes, was ich noch brauche? Was ich möchte? Das Nookzeug, das können wir uns ja später mal noch holen, oder? Ich glaube, neue Frisur möchte ich lieber noch haben. Oder? Ach nee, wartet.
Wir sparen lieber, dann fahre ich vielleicht heute Abend lieber noch auf eine Insel und hole mir ein paar Spinnchen. Nee, ich glaube, wir sammeln erstmal ein paar Meilen, bis wir wieder irgendwie die mal einlösen. Weil wenn schon, möchte ich da vielleicht so eine komplette Einrichtung haben mit Tapete und Boden gleichzeitig. Und das könnte ich ja jetzt nicht. Ich gehe kurz die Fossilien wegschaffen und dann können wir in unserem Haus noch ein bisschen was machen. Also das Ding schon? Warte mal. So, diese Sandlaufkäfer, oder? Bleib stehen. Bam. Ein Sandlaufkäfer! Nachdem ich ihn gefangen habe, ist es ein Handlaufkäfer. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. Ich möchte Fossilien analysieren. Das, das, das und das. Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere. Dann mal rasch ans Werk. Welchen Glücksfall. Nicht eines dieser Stücke haben wir bereits in unserer Sammlung. Sie sind ja nicht nur eine Spürnase. Sie sind eine richtige Entdeckerin. Ich hoffe doch sehr, dass Sie das Museum damit bereichern werden. Die kulturelle Entwicklung von Hyrule voranzutreiben ist ein löbliches Bestreben. Ich gebe Ihnen die kostbaren Stücke wieder. Oh, aber denken Sie immer an die goldene Museumsregel. Jede Spende, jedes Stück macht den guten Eugen glücklich. Ja, okay, wir stiften das gleich alles. Ich möchte etwas stiften. Das, das. Achso, Sandlaufkäfer hatte ich schon. Achso, okay. Gleich mehrere Stücke. Ja. Darfst du gerne haben. Bitte schön. Nein, danke schön. Alles gut. Tschüss, Eugen. Lasse Fossilien bestimmen. Ich finde das mit diesen täglichen Quests echt geil. So kann man relativ schnell an Meilen kommen, wenn man keine mehr hat, so richtig. So steht hier was am Brett. Ach, wir müssen noch Einweihungen feiern. Warte mal, habe ich noch? Ja. Warte, da gehen wir noch kurz Einweihungen feiern. Haben wir das nämlich auch erledigt? Einweihung feiern! Du willst mit feiern? Ach so, die neue Brücke feiern. Die nur unsere schöne Insel ziert, hast du Lust? Ja, okay. Ich dachte, wir wollen neuen Einwohner feiern. Das hätte es jetzt mehr gebracht, trotzdem. Also dann! Die Brücke wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke. Vielen Dank. Ich denke, diese neue Brücke ist ein Meilenstein in der Entwicklung unserer einst so verlassenen Insel. Ich hoffe, wir werden auch weiterhin neue Brücken schlagen. Zum Wohle dieser wundervollen Insel. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen und zu drücken. Ja, in diesem Sinne. Die Brücke sowie Hyrule verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra! Also Hurra! Wie süß sie alle sind einfach. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt auf dem Heimweg gut Acht. Oder wie auch immer. So ähnlich war es ja jetzt. So. Dann gehen wir kurz unseren Kleiderschrank hinstellen. Wir könnten eigentlich auch mal gleich neue Zäune machen für unser Haus. Also damit wir ordentlichen Garten haben. So, den Kleiderschrank. Hier hin. Sehr schön. Hab ich noch irgendwas? Die Lavalampe, die möchte ich. Die kann vielleicht hier hin. Voll nice, es ist voll entspannt.
Voll schön, Alter. Und dann könnten wir unseren Schlafanzug anziehen. Warte mal, da muss man noch die Schuhe und die Mütze absetzen. Wartet. Ja. Mütze ab. Schuhe aus. Socken aus. Und ab ins Bett. Hey, habe ich nicht meine Mütze abgesetzt? Achso, ich muss das erst bestätigen. Glaube ich, oder? Das aus. Ey, können wir auch nackig sein? Oh, voll herrlich, süß. ja, fertig. Wie putze ich? Gute Nacht. Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern. So. Jetzt müssen wir uns erstmal anziehen. Es ist der Tag. Jetzt haben wir unser Mittagsschläfchen gehalten. Jetzt können wir uns wieder anziehen. So, was ziehe ich denn heute an? Oh, das Ringe-Shirt. Nee, das Dodo-Shirt hatten wir gestern schon an. Ringe-Shirt. Wir haben ja nicht viel zum Wechseln. Socken natürlich. Und Mütze. Wundervoll. Wir sind bereit für den Tag. So, wir sind jetzt ausgerüstet und muss ich noch, wir können vielleicht irgendwas gleich noch in unseren Schrank tun. Was brauche ich denn jetzt nicht? Das kommt ins Lager. Obwohl, nee, vielleicht will ich noch was designen. Das lassen wir mal alles noch. Ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt für den Zaun noch alles brauche, aber ich nehme an, da brauche ich normales Holz. Nee, brauche ich da jetzt diese komischen Baukits da? Warte mal, doch. Stimmt. Ich hätte mein Haus vielleicht ein bisschen in die Mitte setzen können. Da hätte ich hier links und rechts einen schönen Zaun haben können. Naja, ist halt so. Vielleicht kann ich es ja später nochmal vorsetzen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das wäre aber cool, wenn das geht. Wartet mal, dann machen wir uns einfach rechts einen größeren Zaun. Warte, möchte ich vielleicht die Bäume ja sogar weghaben, damit ich einen größeren Zaun machen kann. Das heißt, wir brauchen die Schaufel. Ach so, da muss ich wieder essen. Warte. Hier sind wieder neue Kirschen gewachsen. Das ist so vorbildlich. So. Und der auch. So, da können wir gleich ein neues Gärtchen machen. Also, erstmal alles wegmachen. So. So, fangen wir wieder hier an. Wir haben ja genügend. So. Wo haben wir sie? Bin ich jetzt blind? Ich sehe die Zäune gerade gar nicht. Ach, hier oben. Seid auch. Ja, egal. Aufstellen. Wie jetzt? Oh. Ach so. Ach krass. Hä, wie cool. So. Vielleicht noch eins.
Ja, so reicht's vielleicht sogar schon. So. Nee, du bist ein bisschen weiter. Ein bisschen zu weit weg. Warte. So vielleicht. Jetzt hat er es wieder zu weit weg gemacht. Mann! Jetzt ist es dahin. Sehr schön. Passt perfekt. Dann haben wir genau eins größer gemacht. Das ist ja voll in Ordnung. Perfekt. Und hier in der Mitte. Mal. Damit ich genau weiß, dass es hier oben abschließt, stelle ich mich mal dahin. Obwohl ich es gerne abschließen hätte. So. Hm, warte mal. Ja, so ist in Ordnung, glaube ich. Perfekt. Ja, sehr hübsch. Ach, hübsch. Wie süß. Könnten wir vorne eigentlich nochmal Zaun machen? Warte mal, dann mache ich das mal weg. Da können wir nämlich hier noch ein bisschen weitermachen. Das ist dann wie so ein Eingang. So. Das finde ich gut. So, das kann weg. Es ist, glaube ich, echt gar nicht so schlimm, dass wir hier ein bisschen, dass ich hier drüben ein bisschen weit angefangen habe. Achso, brauche ich ja nicht. So. Das ist jetzt die gleiche Höhe ungefähr? Ich glaube schon. Nee. Ach, wie süß es gleich alles wird. Putzig. Ach, schön. Wie cute es gleich aussieht. So, jetzt hier oben noch. Da finde ich das toll. Wo ich es gerne ja abgeschlossen hätte irgendwie vielleicht. Warte mal. Nee, warte, muss das hier. Ach, da muss ich bestimmt die Blumen erstmal. Habe ich noch Platz, um die Blumen auszugraben? Nee, warte mal. Warte wohl, die Baumdinger-Sets, die können wir vielleicht noch gebrauchen. Die räume ich mal weg. Ach, Mane! Ich wollte nur mein Lager. So, perfekt. Schade, dass ich hier nicht gleich mehrere auswählen kann. Das ist ja voll praktisch. So, da kann ich jetzt mal kurz die Blumen umlagern. Ausgraben. Da ist der Garten halt ja echt nicht so groß. Dann schließe ich den Abo ab, weil ich finde das doof, wenn das jetzt so abgeschnitten ist. Das gefällt mir auch nicht. Das finde ich irgendwie doof. Ich, keine Ahnung. So, vielleicht habe ich ja wirklich irgendwann mal die Möglichkeit, mein Haus ein bisschen mal zu verschieben. Nach rechts oder links. Das würde ich nämlich echt cool finden. Warte. So. Ups. Das aufstellen. So. Wieso kann ich denn das nicht jetzt hier so abschließen? Wieso geht denn das nicht? Hier? Ja, genau. Dann ist es halt eben so hier. Dann kann ich den wegräumen und den auch. Dann sieht es halt eben so aus. Ist ja auch jetzt nicht schlecht. Dann haben wir halt hier rechts einen Garten und hier drüben halt nicht. Obwohl, vielleicht könnte ich noch einen rüber gehen. Geht das? Ach nee, wenn ich jetzt noch... Geht noch? Kann ich noch einen rüber? Den kann ich nicht auf so eine Schräge platzieren. Okay, dann ist es halt jetzt einfach so. Schade eigentlich. Oder wir könnten... noch eins nach hier gehen. So. Nee. Das geht halt nicht mit dieser Schräge da. Ich... unzufrieden gerade ein bisschen, falls man das merkt. Egal, dann können wir jetzt einfach vielleicht hier ein paar Blümchen hinpflanzen, kaufen wir jetzt ein paar Blumen, schmeißen die hierher noch.
Oder wollen wir hier Bäume hinpflanzen? Wie sieht denn das, wenn ich jetzt hier einen Baum hier einpflanze? Muss ich mal gucken. Nee, das sieht man meine Blumen nicht. Nee, das ist auch doof. Nee. Ich glaube, da möchte ich wirklich Blumen hin haben. Das heißt, wir gehen kurz Blumen kaufen. So. Blümchenschirm ist ja auch voll süß. Alpenveilchen, Orangenanemone. Was ist das denn? Weißanemone. Pfingstveilchen. Ach ja, Umgestaltungssets. Orangen Geschenkpapier. Wackelaxt. Bist du der Bastelboss? Achso, ich hab. Kleidung für Wackelschaufel. Ich muss erst Geld abheben. Oh, oh Mann. Das ist, weil ich alles weggepackt habe. Mann. Blöd. Brauche ich nicht, wie hebe ich jetzt ab? 20.000 reichen, glaube ich. Ja. Perfekt. Oh, wäre das cool im Real Life so. Ach, ich hebe heute mal einfach 20.000 ab. Ey, das wäre so cool. Aber ja, der Normalverbraucher hat leider nicht so viel Kohle. Die Blumen haben jetzt Vorrang. Das heißt, ich hole mir jetzt Pfingstfeilchen erstmal. Ja, 5. Eigentlich hätte ich gerne 10. Also das heißt, wir holen das gleich jetzt nochmal. So, da haben wir 10 von denen. Und obwohl, so ein Alpenveilchen vielleicht. Ich weiß zwar nicht, wie die aussehen, weil ich mich mit Blumen null auskenne. Da nehmen wir auch nochmal 5 oder 10 mit. Dann nehme ich vielleicht doch lieber 10. 10. Bist du der Bastelboss? Was ist das? Ist ein digitales Buch mit Bastelanleitungen. Okay. Ja. Fertig. Ich hoffe, du hast mit der Anleitung noch mehr Spaß zu am Basteln. Möchtest du noch irgendwas? Ideen für Bastler. Ideen für Bastler ist vielleicht auch nicht schlecht. Warte mal. Brauchen wir das oder habe ich das schon? Ja, nee, hatte ich ja nicht. Okay, dann gucken wir gleich, was drin ist. Also was das war. Habe ich auch viel Geld ausgegeben. Nee, das war's. Reicht. Fast 20.000, ey. 15.000 ausgegeben einfach. So, jetzt gucken wir gleich mal in unseren Bastelanleitungsbuch. Holzblocktrommel. Ringwurfspiel. Oh, eine geile Deckenlampe. Und Efeu-Topfpflanze. Warte mal, wo sehe ich das? Sehe ich das erst dann, wenn ich es dekorieren möchte? Oder?
ich glaube, das sehe ich dann erst. Warte mal, gucken wir gleich. Aber habe ich irgendwas zum Umdesign, Lena? Aber wir müssen... Ach nee, das muss ich auch noch platzieren. Mal, das stellen wir jetzt hier hin. Nein, das nicht. Das aber. Obwohl, jetzt raus, wenn ich hier Blümchen hinpflanzen will. Obwohl, ich möchte drinnen auch Blümchen. Warte mal. Da stellen wir uns nur drüben auf die Seite. Das ist nicht so wichtig. So. So. Steht zwar jetzt ein bisschen schief, aber es ist ja egal. So. Also ich kann Casual umgestalten. Ist ja erstmal egal. So, ich dachte, ich sehe, was ich jetzt hier... Warte, wir nehmen mal kurz den Schrank von drin. Und dann kann ich vielleicht nochmal gucken, was ich jetzt alles noch für Gestaltungsmöglichkeiten habe. Weil ich sehe das jetzt echt nicht, wo ich das jetzt finde. Also wir nehmen unser Bett, genau. Das können wir mal umgestalten. Können wir eigentlich auch Sachen umgestalten? So, wir können es ja erstmal in dieses weiße Holz machen. So, das ist weißes Holz. Decke. Ach, Decke können wir jetzt auch ändern. Eigenes Design. Nee. Ach, das ist doch süß. Jo. Nehme ich. Trotzdem sehe ich jetzt nicht, was ich jetzt auch alles an Umgestaltungssets bekommen habe. Ich muss nochmal ja drauf gucken. Ach, Ach, wir können eigentlich mal so ein ganzes Bauklotz-Set machen. Da können wir schon einen Stuhl machen. Einen Tisch. Ist das auch Bauklotz? Nee, das ist Schaukel. Vogelstuhl-Set und da ist das ein Bauklotz-Set. Ein Steinofen. Wir können... Ah, okay. Mini-Werkbank, Holzstuhl, Holztisch. Okay. Dann pflanzen wir erstmal mal kurz ein paar Blümchen. Alpenveilchen. Perfekt. Vielleicht möchte ich hier drüben aber noch Alpenveilchen haben. So, noch mal eins runter. Pflanzen. Pflanzen. Für unten reicht es wieder nicht, ne? Da habe ich nur... Achso, Hier drüben noch ein paar Pflanzen. Obwohl, da renne ich immer durch, ist auch doof. Ne, das über... Hier vielleicht. Und Geschenk muss ich noch holen. Wartet. So, Pflanzen. Wird da nicht die gleiche, aber es ist ja egal erstmal. Jetzt müssen wir jetzt erstmal unser Geschenk noch abholen. So. Mitten in meinen Garten geklatscht. Was? Da ist es gleich despawned? Na, als ob. Wie dumm, Alter. Warum despawnt das dann? Toll. Das ist weg. Naja, stellen wir jetzt erstmal unser Bett hier hin. Perfekt. Hübsch. Gut, an dieser Stelle beende ich dann den Part. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mit Animal Crossing New Horizons weitergeht. Ciao!